Hallo ihr Lieben, was gefragt wurde, wie man das mit der Schrumpffolie macht. Ja, ich sollte keine Schmuckanhänger oder Schlüsselanhänger machen. Werde ich jetzt erstmal ein Video dazu machen. So. Da gibt es solche Vorlagen, ne? Wie ihr auch seht. Ne? Und dies alles muss man abmalen. Und dann gibt es noch so eine freie Folie. So. Am besten mit der glatten Seite nach unten auf das Motiv legen und die gestrichelten Linien mit abzeichnen. Ja. Und ja, gut. Dann was aufgezeichnet ist, das mal grob ausschneiden. Das sieht dann so aus. So. So. Na? Ja, aufpassen, dass auf der Folie am besten kein Fleck ist und so. Ja. So, und dann kolorieren. Das kann man mit Buntstiften machen, das kann man mit Filzstiften machen, das kann man machen, wie man will. Na? So. Und am besten ein bisschen antrocknen lassen, wenn man es mit Filzstiften ausmalt. Sonst schmiert man sich die Hände voll. So. Na. Dann eine kleine Schere nehmen. Auch die gestrichelte Linie mit ausschneiden, die mit aufgemalt sind. Ja.
Und aufpassen, dass man nicht zu weit reinschneidet. So, dann entweder mit sowas, man kann es auch mit sowas machen, eine Nietenzange, ein Loch reinmachen. Hier oben, wo na. So. Dann könnte jetzt ein bisschen Krach geben. Man könnte es auch im Backofen machen. Aber ja, Backofen. Da sage ich mir, ja. Wäre mir das Stromrechnen so muss ich noch machen bisschen zu schwer. Wer hat kann so eine Schale, ne? Das da reinlegen. Und er hat ein Embossing-Föhn. Das wandert jetzt hier so ein bisschen rum. Moment. Und am besten eine Pinzette dabei haben. Na? Jetzt da draufhalten. Ja, zieht sich das erstmal so zusammen. Den verhindert man auch Heißluftflügel zum Einbossen oder so, oder für sowas. Ja. Und 30 Zentimeter oder so. Also. Und dann so. Ups. Abkühlen lassen. Ja. So sieht es dann aus. Ah?
abkühlen lassen. So sieht es von der anderen Seite aus. Ist jetzt ein bisschen verbeult. Und so sieht es dann von der anderen. Kleinen Moment. Sieht muss. Von der anderen Seite aus so. Und also. So, einmal so und so. Ja. So sieht es dann fertig aus. So, ich hoffe, ich konnte helfen und wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, so und da. Gibt sowas? Da kann man nun da. So. Na? So, ich wünsche viel Spaß beim Nachbasteln und noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ich grüße alle. Tschüssi.